von alten Instrumenten soll ich euch was erzählen, aber erst erzähle ich euch was von einem alten Karl, von einem alten Förster. Der war schon alt, 92 Jahre alt. Aber er ist immer noch jede Woche mittwochs 2-3 Stunden ins Erbgericht gegangen, das war der Dorfgasthof, und hat dort hier sein Doppelköp gespielt. Und wie es so ist bei den Spielen, da wird nicht bloß, gespielt, da wird einmal gerade wie vor Weihnachten ein wenig erzählt. Und da hat es mir geheißen, Herr Oberförster, Sie seien schon so alt, und wenn Sie auf Ihr langes Leben so zurückgucken, gibst du nicht, was Sie bereuen, was Sie anders machen täten. Na ja, sag er, es gibt schon was, was ich bereue. Aber das liegt schon 72 Jahre zurück. Warum soll ich da noch groß drüber reden? Nun hat er die anderen neugierig gemacht. Sie sagten, Herr Oberförster, wir möchten auch gern mal wissen, wie es vor 72 Jahren gewesen ist. Erzählen Sie noch mal. Na sag er, wie soll es gewesen sein? Ich hab damals auswärts gelernt. Lehrgeld gab's nicht. Im Gegenteil, Lehrgeld musste man bezahlen. Von daheim konnte ich keine Pfänge kriegen. Wo Weihnachten rankam, hatte ich nicht einmal Geld, auf Urlaub daheim zu fahren. Dann war ich beim Forstmeister am Heiligen Abend zum Essen eingeladen. Wie ich aber noch ein Essen daheim gewollt, hat es draußen so geweht und gestürmt und geschneit, dass wir keinen Hund hätten ausgekocht. Und da sagte Frau Forstmeisterin zu mir, das war eine aus dem Niederland, die hat ein wenig anders gerettet. Herr Forstgehilfe, das ist nicht so schlimm. Wir haben auch ein kleines ausgebautes Mansardenkämmerchen, oben im ersten Stock, ja. Das benutzen wir immer als Fremdenzimmer. Dort können Sie heute Nacht schlafen, und wenn Sie dann morgen am hellen Tag sich besehen können, hat vielleicht auch das Wetter sich ausgetobt, und dann pilgern Sie im hellen Tageslicht am Weihnachtsmorgen in Ihr Quartier. Na ja, sah der Bischnauf in die Mansard und hat mich in den bunt karierten Geschwatt. Das ist aber nicht vergessen, bei den Forstmeister hatten sie auch zwei heiratsfähige Töchter. Wie ich kaum so 10 Minuten drinnen loch, klopft's an die Tür, und der Ältere von den zwei Töchtern kam rein und sagt so ganz bemalen zu mir: Herr Forstgehilfe, frieren Sie eber? Nein, ich friere nicht. Puh, dann auch nicht. Quatsch, war sie wieder raus. Ich hab mich nicht mehr gedreht. Ich war gerade wieder über den Einschlafen, klopft's noch einmal an die Tür, und die Gingere von den zwei Töchtern kam rein und sagt zu mir: Herr Forstgehilfe, frieren Sie? Nein, ich friere nicht. Nicht? Och. Klatsch, war die auch wieder raus. Na ja, sagt der alte Oberförster, und das ist es, was ich heute 72 Jahre später noch bereue, dass mich damals nicht gefroren hat.